Frisch gemessert. Nicht nur mein Kopf, sondern auch die Messerinzidenz in Deutschland hat gestern am Montag wieder einen Höchststand erreicht. Wir haben Messerdelikte heute aus Herten, Ühlingen, Birkendorf, Darmstadt, Wustermark, Erfurt, Mannheim, Kiel, Bad Sassendorf, Bonn, Wörth, Berlin, Buchholz, Hildesheim, Wuppertal, Gischendorf, Augen, Heilbronn und Espelkamp. Das alles in diesem Video und ich sage dir, was bei jeder einzelnen Messerstecherei hier vorgefallen ist. Deswegen erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf und wir legen am besten gleich los, denn heute haben wir einige Stationen abzuarbeiten. In Herten gab es einen Streit in einer Kneipe und zwar in der Nacht. Auf Montag gab es zwischen zwei Männern einen Streit, der dann eskaliert ist. Es war ein 39-Jähriger und ein 65-Jähriger, beide aus Herten, wie es heißt, gemeinsam in einer Kneipe auf der langen Bochumer Straße. Kurz nach 12 Uhr gerieten die Männer zunächst verbal aneinander. Kurz darauf zog der 65-Jährige ein Messer und hat den 39-Jährigen hier attackiert. Der 39-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert, der 65-Jährige festgenommen. Es wird eine Mordkommission eingerichtet. Die Ermittlungen dauern an. In Ühlingen-Birkendorf gab es eine gefährliche Körperverletzung mit einem Messer. Und zwar in der Nacht zum Sonntag kam es am Rande einer privaten Feier in Ühlingen-Birkendorf zu einem mutmaßlichen Körperverletzungsdelikt mit einem Messer. Nachts, kurz nach 3 Uhr, war es dort zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem 18- und einem 19-Jährigen gekommen. Ein zu Hilfe gerufener 45-jähriger alter Angehöriger des Jüngeren soll dann mit einem Messer den 19-Jährigen verletzt haben. Dieser erlitt leichte Stichverletzungen und wurde im Krankenhaus versorgt, nur ambulant versorgt. Die anderen beiden, also der 18-Jährige mit dem 45-Jährigen, sind mit dem Auto geflüchtet, konnten von der Polizei aber unterwegs an einer Gaststätte vorläufig festgenommen werden. Der 45-Jährige soll auch alkoholisiert unterwegs gewesen sein. Zwei unbeteiligte Gäste widersetzten sich in der Gaststätte der Anweisung der Polizei und mussten überwältigt werden. Die Ermittlungen werden fortgeführt, was so eine kleine Kneipenspritztour nachts für Auswirkungen hat. Darmstadt, Ermittlungen nach Raubüberfall auf eine Apotheke. In der Frankfurter Straße hat die Kriminalpolizei in Darmstadt die Ermittlungen übernommen. Dort soll am Montagmittag, dem 23.09.2024 gegen 12.40 Uhr, ein Tatverdächtiger den Verkaufsraum des Geschäftes an der Ecke der Pallas-Wiesenstraße betreten haben. Er drohte dem anwesenden Mitarbeiter mit einem großen Küchenmesser und er nahm das Bargeld aus der Kasse. Anschließend flüchtete er mit der Beute zu Fuß. Die Polizei bittet hier um Hinweise. Der Täter zwischen 25 und 30 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 groß, schwarze Jacke, roter Pullover, schwarze Hose. Gesicht hatte er unter einer Skimaske verborgen. Er sprach akzentfreies Deutsch. Das ist das, was die Polizei inzwischen oft dazu schreibt. Eine sofort eingeleitete Fahndung, selbstverständlich ohne Erfolg. Wustermark, Havelland, nicht weit von mir. Ein Mann greift einen Bekannten an. Und zwar am Montagnachmittag wurde die Polizei und der Rettungsdienst über eine Gefahrenlage in einer Firma im Wustermarker Gewerbegebiet informiert. Ein Mann soll dort mit einem Messer bewaffnet in das Gebäude jener Firma eingedrungen sein und dort offenbar gezielt Mitarbeiter, einen, den er vorher schon kannte, wie die Polizei herausgefunden hat, bedroht und angegriffen haben. In der weiteren Folge soll es dann hier noch zu weiteren Stichen gekommen sein. Ein 39-jähriger Tatverdächtiger konnte vor Ort von Zeugen festgehalten werden, bis die Polizei eingetroffen ist. Es gab keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Wir sind in Erfurt. Und zwar gegen Donnerstagabend sind wir schon, wir gehen jetzt ein bisschen zurück, weil die Polizei montags immer noch Meldungen hat von letzter Woche. Und zwar gab es dort gegen 21.35 Uhr vergangene Woche Donnerstag zwischen einem 29 und einem 28 Jahre alten Mann einen Streit im Bereich des Schmidtstädter Ufers an dem Promenadendeck.
Aus bisher ungeklärter Ursache gab es dann hier einen Streit, woraufhin der Jüngere den Älteren mit einem messerähnlichen Gegenstand im Gesicht verletzt haben soll. Eine sofort eingeleitete Fahndung konnte den 28-jährigen Tatverdächtigen in der Nähe des Tatortes fassen und vorläufig festnehmen. Das unbekannte messerähnliche Tatmittel konnte bislang nicht gefunden werden. Und wie ihr das kennt, nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 28-Jährige wieder entlassen. Mannheim, ein 18-Jähriger wegen des Verdachts des versuchten Totschlags auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Mannheim in Untersuchungshaft. Ein 19-Jähriger steht hier im dringenden Tatverdacht, am vergangenen Freitag gegen 13.30 Uhr einen 21-Jährigen durch einen Stich mit einem Messer in den Oberkörper schwer verletzt zu haben. Wie immer, aus bislang unbekannten Gründen, soll es zwischen den zwei Männern zu einer Auseinandersetzung in den K2-Quadraten gekommen sein. Der 18-Jährige hat dem 21-Jährigen mit einem Messer einen Stich in den Bereich des Oberkörpers versetzt. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen kurze Zeit später in der Nähe des Tatortes widerstandslos festnehmen. Der 21-Jährige ist hier lebensbedrohlich verletzt und musste im Anschluss notoperiert werden in einem Mannheimer Krankenhaus. Aktuell besteht keine Lebensgefahr mehr. Der 18-Jährige wurde einem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Mannheim vorgeführt, welcher auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehl wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erlassen hat und in Vollzug gesetzt hat. Er ist jetzt in irgendeiner Justizvollzugsanstalt. Kiel, ein Tatverdächtiger, auch in Untersuchungshaft, auch wieder versuchtes Tötungsdelikt. Wieder Freitagnachmittag kam es in Garden zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, bei denen zwei Männer schwere Verletzungen erlitten. Die Polizei nahm die drei Tatverdächtigen in einer Folgenacht fest. Ein Haftrichter erließ Untersuchungshaftbefehle wegen versuchten Totschlags. Nach aktuellem Ermittlungsstand von Polizei und Staatsanwaltschaft trafen die untereinander bekannten Beteiligten im Alter zwischen 16 und 55 gegen 16.30 Uhr in der Elisabethstraße aufeinander. Ein 18-Jähriger erlitt dabei Stichverletzungen, die lebensbedrohlich waren. Er befindet sich inzwischen außer Lebensgefahr. Sein 26 Jahre alter Begleiter wurde ebenfalls durch Stiche verletzt. Tatverdächtig sind ein 55-Jähriger und seine beiden 27 und 16 Jahre alten Söhne. Spezialkräfte nahmen das Trio kurz nach 3 Uhr in der Nacht von Freitag auf Samstag in Laboe fest und brachten sie in Polizeigewahrsam. Der Haftrichter folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft in Kiel und erließ Untersuchungshaftbefehle gegen drei Personen. Bad Sassendorf. Am frühen Samstagabend gegen 17.30 Uhr wurden drei Kinder von zwei vermutlich weiteren Kindern mit einem Messer bedroht und Geld erbeutet. Die drei 12-Jährigen aus Bad Sassendorf und Belfer waren auf der Gartenstraße in Bad Sassendorf unterwegs. In Höhe des Thermalbades sind zwei Jungs, vermutlich gleichen Alters, aus dem Gebüsch gesprungen und haben unter Vorhalten eines Messers Geld von den drei verlangt. Nochmal, wir sind hier bei 12-jährigen Kindern. Ganze 1 Euro wurde den Räubern übergeben, die sich dann auf die Flucht machten. Der Mittäter, der nicht mit dem Messer gedroht hatte, war den Geschädigten bekannt und konnte zumindest mit dem Namen und Alter benannt werden. Der zweite hingegen konnte nur optisch beschrieben werden. Die drei Opfer sind dann geradewegs nach Hause und haben den Eltern alles erzählt. Diese haben dann die Polizei angerufen, wie man das so macht, und im Nahbereich aber die Täter selbstverständlich nicht mehr auffinden können. Aufgrund der guten Beschreibung bzw. des Namens geht die Polizei davon aus, die Täter bald ermitteln zu können. Ja. Strafrechtlich natürlich ohne Konsequenz. Und Bonn, Verdacht des versuchten Tötungsdeliktes, Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln. Am Samstagabend gab es hier ein versuchtes Tötungsdelikt. Nach bisherigen Erkenntnissen waren gegen 19.20 Uhr mindestens 5 Männer am Rondell nahe des zentralen Omnibusbahnhofes in eine körperliche Auseinandersetzung geraten, in deren Folge ein 49-Jähriger zu Boden ging. Ein 59-jähriger Rollstuhlfahrer, der zunächst nicht an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein soll, fuhr nach Zeugenangaben aus dem Hintergrund neben den am Boden liegenden 49-Jährigen und verletzte ihn mit einem Messer. Was? Da liegt ein alter Sack am Boden und dann fährt ein noch älterer Sack mit dem Rollstuhl vorbei und sticht auf den ein. Das ist Bonn, Leute. Der Geschädigte erlitt dabei schwerste Verletzungen und wurde zur intensivmedizinischen Behandlung in eine Klinik verbracht.
Der mit rund 2 Promille Alkohol alkoholisierte 59-jährige rollstuhlfahrende Tatverdächtige wurde am Tatort gestellt und vorläufig festgenommen. Aufgrund der Gesamtumstände hat hier eine Mordkommission die Ermittlungen übernommen. Es wird hier auch darum gebeten, dass es jetzt Zeugen gibt, die sich melden könnten. Gegen diesen 59-jährigen Rollstuhlfahrer, der hier natürlich Deutscher ist, ist Untersuchungshaft beantragt worden. Er könnte ja mit seinem Rollator, also mit seinem Rollstuhl, flüchten. Ist völliger Wahnsinn, Leute. Wir gehen nach Wörth am Rhein. Ebenfalls Samstagabend gegen 21.45 Uhr kam es wegen einer Nichtigkeit zu einem Streitgespräch, bei dem ein 20-Jähriger von einem bisher Unbekannten auf der Wörther Kerwe im Bereich des Autoscooters verbal angegangen wurde. Soweit, so normal. Wir kennen die Autoscooter. Zu dem Streitgespräch kam eine weitere unbekannte Person hinzu, die sich zusätzlich mit dem 20-Jährigen angelegt hat. Der zweite unbekannte Mann präsentierte dem 20-Jährigen ein Messer, ohne dabei eine bedrohliche Haltung einzunehmen. Wahrscheinlich wollte er es verkaufen. Das ist ein völliger Wahnsinn, Leute. Wenn ich auf der Wörther Kerwe im Bereich des Autoscooters jemandem ein Messer zeige, ist das immer bedrohlich, denn sie sind verboten auf öffentlichen Veranstaltungen. Weiter geht es. Danach seien die beteiligten Personen geflüchtet. Die Person mit dem Messer wird als 1,90 Meter groß, mittellange Haare, Schnurrbart und muskulös beschrieben. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich doch bitte bei der Polizei in Wörth melden. Und selbstverständlich Berlin. Wo kämen wir hin ohne Berlin? Die Einsatzkräfte des Polizeiabschnittes 12 erhielten letzte Nacht, also in der Nacht von Sonntag auf Montag, Kenntnis über eine Auseinandersetzung im Märkischen Viertel. Kurz nach 12:30 im Senftenberger Ring. Dort erklärten 3 Männer im Alter von 22, 24 und 25, dass sie aus ungeklärten Gründen von einer bisher unbekannten Anzahl von Tatverdächtigen angegriffen und verletzt worden seien. Zunächst soll es sich hier um Faustschläge gehandelt haben, dann wurde das Mobiltelefon entwendet, dann wurde mit dem Schaft einer Schusswaffe gegen den Kopf geschlagen. Hey, das ist in der Berlin, ne? Als seine Begleiter einschritten, sollen auch sie von den Tatverdächtigen angegriffen worden sein. Nachdem einer der Unbekannten dann einen messerähnlichen Gegenstand gezogen haben soll, flüchteten die Angegriffenen. Alle 3 Männer erlitten Kopfverletzungen, lehnten ärztliche Behandlungen ab. Wir kommen nach Buchholz, und zwar Streitigkeiten in einer Sozialunterkunft. Am Sonntag bereits gegen 20 Uhr wurde die Polizei in eine städtische Sozialunterkunft an der Bremer Straße gerufen. 3 Männer waren aus unbekannten Gründen miteinander in Streit geraten. Im Zuge der Streitigkeiten griffen 2 Männer im Alter von 24 und 30 Jahren auch zu einem Hammer und zu einem Messer. Ein 37-jähriger Mann erlitt eine leichte Stichverletzung am Bein. Er kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Gegen die 3 Beteiligten wurden jetzt Strafverfahren eingeleitet. Und so weiter und so fort. Wir sind in Hildesheim. Unbekannter flieht mit Tageseinnahmen. Am gestrigen Abend, also Sonntagabend ist hier gemeint, gegen 22.10 Uhr betrat ein derzeit unbekannter Mann ein Fastfood-Restaurant in der Trispenstädter Straße in Hildesheim. Könnt ihr ja mal kommentieren, ob das ein McDonald's ist, ein KFC oder ein Burger King. Und forderte unter Vorhalten eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Der anwesende Mitarbeiter händigte dem maskierten Täter die gesamten Tageseinnahmen aus. Im Anschluss verließ der Mann das Restaurant und flüchtete in unbekannte Richtung. Kurz nach der Tat wurde die Polizei verständigt, die alle verfügbaren Kräfte zur Fahndung nach dem Täter einsetzte. Leider erfolglos. Wuppertal, was wären wir ohne Wuppertal? Auch Sonntagabend gegen 22.05 Uhr erlitt ein Mann im Bahnhof Vohwinkel schwere Verletzungen. Nachdem ein 29-Jähriger seinen Zug verlassen hatte, wurde er aus einer Gruppe von 4 jungen Männern provokant angesprochen. Im weiteren Verlauf schlugen und raten die Täter auf ihr Opfer zunächst ein. Als der Mann am Boden lag, erhielt er mehrere Stiche, mutmaßlich mit einem Messer in sein Bein. Die Gruppe flüchtete anschließend in Richtung Natrater Straße. Der stark blutende Verletzte wurde vom Rettungsdienst zur stationären Aufnahme ins Krankenhaus gebracht. Auch hier wird der mutmaßliche Messerstecher noch gesucht. Circa 17 Jahre alt, 1,65 groß, dickliche Figur, kurze blonde Haare und war mit einer grauen Hose und einem grauen T-Shirt bekleidet. Er führte eine Bauchtasche mit sich. Die 3 anderen sind ebenfalls circa 17 Jahre alt. Sie hatten schwarze kurze Haare und trugen jeweils dunkle Bärte. Dunkle Bärte, ja? Nicht lange Bärte, jetzt sind es dunkle Bärte. Ebenfalls Sonntagabend mal wieder ein Deutscher beim Tankstellenüberfall. Der Täter wurde beschrieben als männlich, schlank, 1,90 groß und hellhäutig. Der Mann sprach Hochdeutsch ohne Akzent, weiße Jacke, schwarze Kapuze.
und so weiter und so fort. Es geht hier um die gestohlenen Tageseinnahmen von der Tankstelle in Geschendorf. Steht keine Straße dabei. Vielleicht ist es die einzige Tankstelle im Ort. 19.24 Uhr, Sonntagabend. Jetzt sind wir bei Augen. Ebenfalls Sonntag, aber in der Früh gegen 5.15 Uhr kam es auf dem Parkplatz einer Diskothek, wo denn auch sonst, in Augen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen. Hierbei soll der Geschädigte durch den Tatverdächtigen mit einem Messer angegriffen worden sein. Dabei gab es eine Verletzung am Oberschenkel. Jetzt Heilbronn, mal wieder Tötungsdelikt. Wie könnte es anders sein? Schon am vergangenen Dienstag, den 17.09.2024, gerieten in einer Wohnung in der Heilbronner Südstraße zwei 27 Jahre alte Tunesier in einen Streit. Oh, wer hätte das gedacht, dass Tunesier oft streiten. Im Verlauf der Streitigkeiten wurde einer der beiden mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Üblich für Tunesier. Kriminalstatistik sagt, jeder zweite Tunesier im Land ist kriminell. Denke ich mir nicht aus, denkt sich das Bundeskriminalamt aus. Zwischenzeitlich wurde der Verletzte dann ins Krankenhaus gebracht. Er war in Lebensgefahr, er ist wieder außer Lebensgefahr. Der mutmaßliche Täter hat sich nach der Tat möglicherweise ins Ausland abgesetzt. Jawohl, Leute, von Heilbronn ins Ausland. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Heilbronn ermitteln hier wegen einem versuchten Tötungsdelikt und haben die Ermittlungen aufgenommen. Mangels Namen gibt es keinen internationalen Haftbefehl. Und das letzte heute, Espelkamp bei Minden-Lübbecke. Nach mehreren Körperverletzungen aufpassen. Und zwar, es gibt dort ein Festival. Im Zuge des City-Festes in Espelkamp am vergangenen Wochenende führten die Einsatzkräfte der Polizei vermehrt Taschenkontrollen durch. Hierbei stießen sie in einem Fall auf ein Messer, welches sie beschlagnahmen. Darüber hinaus kam es auch zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Folge Anzeigen aufgenommen wurden. Aufpassen! In der Nacht zu Samstag gab es dann am Wilhelm-Kern-Platz ebenfalls eine Körperverletzung. Es gab erst einen verbalen Streit auf einer Veranstaltung. Dort hat der Sicherheitsdienst den Aggressor quasi aus der Veranstaltung rausgeworfen. Problem nur, dass die Angegriffenen irgendwann auch die Veranstaltung verlassen. Und hier kam es dann zur Situation. Nach dem Verlassen der Veranstaltung gab es dann hier erst ein Geschubse und auf einmal gab es dann Stichbewegungen mit einem Messer nur in der Luft, also Talerhohn-Moves. Und dann sind sie alle davongerannt. Es kam hier am Ende nicht zu einer Körperverletzung mit einem Messer, aber die Polizei hat den mit dem Messer gefunden. Er war alkoholisiert, uneinsichtig und wurde in Polizeigewahrsam nach Minden gebracht. Das sind nur die Meldungen von gestern Montag, dem 23. September 2024, für die Delikte mit dem Tatmittel Messer. Und wirklich nur die mit dem Messer. Da ist keine Machete dabei, keine Schusswaffe und so weiter. Da geht es immer nur um Stichverletzungen, Messerverletzungen. Es ist völliger Wahnsinn, Leute. Die Zahlen sind von messerinzidenz.de. Ich habe schon überlegt, ob man nicht einen eigenen Kanal macht, Messerradar, und täglich diese Sachen bringt. Wenn ich mir angucke, wie lang mein Video geworden ist, weiß ich gar nicht, ob man dafür die Kapazität hat, ob auch ihr dafür die Kapazität habt, euch das anzuschauen. Kommentiert unbedingt mal hier unten drunter, wenn ihr findet, dass Messerradar einen eigenen YouTube-Kanal verdient hat. Und nein, nicht Messern mit Kopf. Das machen wir nicht. Wir haben schon eine bessere Idee. Und wir haben auch schon mit Herrn Ziegler, dem Initiator des Projektes messerinzidenz.de, gesprochen. Also es ist mit ihm abgesprochen, wenn ich das tun würde. Es kommt jetzt vor allem mal auf deine Meinung drauf an. Interessiert dich sowas? 4-5 Mal die Woche, die Taten. Das waren jetzt die von gestern gemeldeten. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Mit Sicherheit sind da noch Delikte passiert, die gar nicht in der Presse erwähnt wurden. Wenn du einen kennst, schreib sie unbedingt unter dieses Video. Abonniere meinen Kanal X und Telegram und schau mal auf meinem Zweitkanal vorbei, Auswandern mit Kopf. Für jung oder alt, für arm oder reich, für jeden ist was dabei. Mein neuestes Video jetzt, meine 13 Favoriten aktuell zum Auswandern. Und damit, ciao, bis bald.